willkommen hier bei den Dumanis. Ja, alle, wir sind auch fleißig. Es ist 7 Uhr, wir ziehen uns unsere eigenen Videos rein. Und dann gibt's hier Pizza von der Mehlfabrik. Lecker, lecker, lecker. Ja, wir haben hier einen Besuch da. Ja, Auto, er kam ein bisschen spät hier rüber. Essen haben, mussten wir auch mal natürlich auf jeden Fall. Haben wir uns gesagt, komm, ein bisschen hier chillen, was essen. Lecker, lecker, lecker. Dann wollen wir mal gucken, wen wir hier zu Besuch haben. Der kommt, glaube ich, gerade aus Toilette. Ja, hat er gegeben. Oh, der Leon ist da bei den Dumanis, Alter. Jawohl. Wir essen hier was, wir essen was. Guck, Leon, Digga, ja, wir kennen die Pizza. Du isst auch mal ein Stück und dann sagst du auch deine Meinung, weil das ist mein Zweitkanal, den ich hier führe. Ja. Hier geht es hier um Liebe, Essen, das Familie, Einkaufen. Liebe. Genau, das ist unser Zweitkanal. Also, ich habe mir hier eine Pizza von dir bestellt. Diät geht sofort danach weiter, Freunde. Wie versprochen. Ihr wisst das, ihr kennt mich. So, Tui hatte hier. Nein, nein, das ist meine Sucuk. Oh, wait. Mama, die sieht geil aus. Sucuk, Jalapenos, Hollandaise, Alter. Rote Zwiebeln und Mais. Ei, Alter, Schwede, das sieht auch wieder geil aus, ne? Nein, Leon hat Inferno. Was hat Leon? Inferno, Alter. Inferno. Der Name ist schon heiß, Inferno. Das Inferno. Chiliöl, Jalapenos. Das ist gut. Also bei mir ist immer extra so doppelscharf. Ne? Magst du sehr scharf? Ja, wirklich, jetzt unscharf. Okay, weil ich habe gesagt, gib ihm extra scharf. Weil sie hat geschrieben, irgendwas scharfes, gib ihm scharf. Walla, wenn er gleich weint, mal gucken, was er das macht. Ey. Übertrieben scharf. Egal, Leon probiert jetzt und dann sagt er mal auch mal ein Statement hier. Ne? Erstmal Statement. Hey, wollen wir auch mal ein Statement hören, ne? Jetzt muss er aber. Ja, Ivan. Du kennst die Pizza aber auch, ne? Hey Ivan, wer bist du denn? Ivan kennt doch hier jeder, Digga. Ja, jeder kennt Ivan. Das ist CLK Ivan. CLK Ivan. Bald CLS Ivan, Leute. Wei. Ey, da muss aber rüber vorbeikommen, ne? Ich weiß nicht, wir essen sehr gerne Pizza. Ich weiß nicht, wie die vom Geschmack dir das sah. Geschmack ist krass, aber ist schon dolle scharf. Okay, du isst jetzt. Ist schon scharf. Hol mal Getränke. Wenn ich immer bei mir sage scharf, dann ist das nicht okay, so scharf. Okay, komm mal, wir essen ein bisschen was, dann machen wir nachher weiter. Was trinkst du, Wasser? Wir sind satt, wir sind gesättigt. Leon, Digi, scharf. Oh, der brennt auf jeden Fall doppelt. Walla, der brennt zweimal. Aber genau so soll es sein. Ja, war wohl, glaube ich, tick zu scharf. Es war genau Grenze, also es hätte nicht schärfer sein dürfen. In der Mitte war mal scharf und draußen ging dann wieder. Und dann ja, okay. Ja, ihr fragt euch, was der Leon hier rumhängt. Ja, er hat einen Auftrag hier abgegeben, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir fahren mit Leon für ein, zwei Tage, fahren wir ein bisschen spazieren. Keine Ahnung, schreibt mir in den Kommis, wieso, weshalb, warum. Auf jeden Fall, Wetter wird tick besser als hier. Und gucken wir mal so, ja, fahren mal ein bisschen rum, gucken wir mal, ein bisschen Abenteuer wieder erleben, ne? Ich bin ja schon lange wieder hier. Also, liebe Freunde, dann sehen wir uns Leo bestimmt in den anderen Videos. Und dann hier, Pizza ist fertig, also Jan ist satt. Nicht. Ich bin satt, wir sind nein, nicht. Also Freunde, Diät geht weiter. Ich habe jetzt auch nicht alles komplett aufgegessen. So. Alles ist gut. Leon, dann sehen wir uns auf jeden Fall demnächst. Bye bye. So machen wir das. Hallo liebe Freunde, wir sind in Hamburg. Ja, hier. Anfang habt ihr gesehen, gestern Abend war ein bisschen lang. Ich habe von Moody sein Auto bekommen. Ja, Pizza haben wir gegessen. Sein Auto muss immer tüffen. Beste Pizza. Da könnt ihr das mal auf jeden Fall auf unserem MTKS-Kanal sehen. Ja, wir sind auch wieder hier bei Tanner. Ich hole ein Kundenfahrzeug ab. Aber wir haben Hunger. Also was heißt Hunger? Ihr denkt auch, bis mal haben die Dauerhunger oder sowas. Nein, wir wollen ein kleines was frühstücken irgendwas, ne? Es ist 11:30 und wir haben noch nicht mal gefrühstückt. Genau, ne? Also fahren wir hier, Eile steht runter, gucken mal einen schönen kleinen Bäcker oder sowas anhalten, mal ein Brötchen uns reinziehen und gucken, dass wir dann weitermachen. Bis später. Döner. Oh, Hähnchenwagen, Dönerwagen. Alter Schwede, tu ich. Griechisch, Spanisch, alles gibt's hier. Ja, wir sind hier, Eile steht, E-Center. Oder keine Ahnung, was das hier ist. Ich glaube, hier können wir nicht, oder? Das ist alles für Behinderte. Ja, wir wollen hier frühstücken, hier bei Dallmayr's. Ne, hier geht nichts jetzt. Oh, halbe Hähnchen, wei. Ich stehe auf halbe Hähnchen, ja. Walla, ich stehe auf halbe Hähnchen. Ja, wir frühstücken mal hier, Schatz. Guck mal. So, ist auch ein cooler Laden, oder? Jetzt suchen wir uns mal einen schönen Parkplatz hier. Nehmen wir euch mal ein schönes Käffchen, ein Brötchen, irgendwas. Und dann essen wir ein bisschen Kleinis. Was haben wir? Was für ein geiler Porsche. Und dann denke ich mir mal, jo, okay, jetzt guck mal den Besitzer von dem Porsche gleich an. Ich zeige euch den. Oh. Jo, das ist der junge Mann. Habt ihr gesehen? Das war der Besitzer von dem geilen Porsche, Alter, ja. Geil. Ja, keine Ahnung, Center Edeka. Hier war ich mal früher, hier war mal also ein Pfand, so ein Parkmäßig und sowas, weißt du? Dann waren wir mit Lada mal hier, aber haben die auch wieder geändert. Weil früher war das Toys R Us hier, ne? Jetzt ja, hat das ja Ding. Toys R Us ist jetzt Smith. Ja, Toys R Us ist jetzt Smith geworden. Also wenn ich raus bin, hole ich mir noch ein halbes Hähnchen. Keine Ahnung, wann ich das esse. Irgendwann. Aber ich hole den mir auf jeden Fall. Ja? Geil. Deswegen, also wir gehen mal jetzt frühstücken, gucken wir mal, was ist. Ach, Griechisch kann ich auch nicht essen, weiß ich jetzt auch nicht.
Egal, wir gehen zum Bäcker, Bäcker, Bäcker. So, liebe Freunde, oh, da ist der Bäcker. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir uns zum Essen holen, Schatz. Ja? Wollen wir hier essen? Ja. Oh. Hier essen können wir ja direkt reinziehen. Belegt haben die auch da. Ja. Ja, was Süßes will ich nicht, ne. Ja, wir schauen mal hier. 20 Stückchen vielleicht. Ey, 20 Stückchen mit Macadamien. Das schmeckt richtig gut. Und das habe ich bislang nur in Hamburg bekommen. Okay. Ja, ich mache mal belegte Majoren, ja. Wir haben auch so Frühstückssachen. Wir haben jetzt Frühstück für zwei geholt. Und dazu gehören zwei Säfte, ein warmes Getränk, vier Brötchen. Und dann kann man sich Aufschnitt aussuchen. Und Brötchen darf man sogar, egal welche Brötchen, kann man sich dann nehmen. Wir haben jetzt so einen Käse-Weltmeister, zeige ich euch gleich. Schatz, hast du mal meinen Kakao? 16 Euro. Für 16 Euro, ne? Und die Brötchen, du kannst, egal welches Brötchen. Also darfst du aussuchen. Also Freunde, wir sind hier im E-Center. Haben ein bisschen Hunger gehabt. Eigentlich wollte ich ein so belegtes Brötchen nehmen und sowas. Ne? Da hat die nette Verkäuferin gesagt, jo, ich hab da auch Frühstück. Die war auch richtig nett, ne? 16 Euro, guck ja. Mal, was wir bekommen haben. Ne? Zwei Getränke, Kaffee, Rührei, Käseplatte. Und der Kakao. Alter Schwede, ist ja gut. Butter, hallo. Ist nicht schlecht, wirklich. Ja, und sie wollte ja noch ein bisschen mehr Wurst, aber ich habe gesagt, nee, nee. Nein, geil. Warte mal, dann essen wir was. Guten Appetit. Also das ist ja nicht üppig, oder? Also es ist wirklich. Wirklich viel, ja? Also ja. 8 Euro pro Person. Kaffee, Getränke, Rührei. Vor allem wirklich riesig. Unglaublich, wirklich unglaublich, ne? Ja. Also muss ich sagen, Respekt, ein voller Geheimtipp hier. Beide steht auf dem E-Center Parkplatz. Also 16 Tacken für so ein tolles Frühstück. Ihr müsst mir überlegen, belegtes Brötchen kostet schon 3,50. Nimmst du dir zwei? Ja. 7 Euro. Da musst du noch einen Kaffee. Ja. Ja. 10 Euro. Ich ja. Ist immer noch nicht dabei. Ja, deswegen. Wurst, Käse, Camembert, Rührei, Marmelade, zwei Getränke, Panade, Kaffee, Kakao. Auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, wenn du ein belegtes Brötchen. 100%. Also Preis-Leistung stimmt dir richtig. Und Geschmack ist auch wieder fabelhaft, oder? Ja. Okay, jetzt wollen wir das. Alles super. Okay, kann man auch nicht viel falsch machen. Ja. Und das stört mich jetzt. Alles gut. Gesättigt sind wir. Aber, Alter, diese Hähnchenschmauswagen, ich feiere das. Ich weiß auch nicht, wieso. Döner, nein, muss jetzt nicht sein. Aber so zwei halbe Hähnchen nehme ich mit. Keine Ahnung, für später, für die Hunde, für irgendwas. Wir nehmen da jetzt was. Ich muss gleich eine Geschichte erzählen zum Hähnchen. Ja, ich weiß. Hähnchen schmeckt immer gut, oder? Du bist doch Pommes, ne? Schaffen wir auch nicht. Das ist teuer geworden, ich weiß. Hähnchen ist teuer geworden. Also ich finde, das ist ein stolzer Preis, aber wir haben ja auch Salate, keine Ahnung, wie viel die kosten. Aber Mehmet soll euch gleich die Geschichte erzählen, warum wir ungefähr 1,5 Jahre kein Hähnchen von diese Grillwagen geholt haben. Was wolltest du sagen? Oh, Lara wird dann. Lara hat unser Auto entdeckt. Frühstück haben wir bei, richtig? Top! Die Geschäfte haben wir natürlich nicht mehr geschafft nach dem Kakao und Kaffee. 16 Euro für zwei Leute, Schatz. Ja, richtig gut. Klar, ist es teuer, wenn du jetzt jeden Tag frühstücken gehen würdest. Aber jetzt auch spontan war gut, weil ich wollte mir da zwei Brötchen rausnehmen. 3,50, 7 Euro einen Kaffee. Wir haben beim 10er und dabei richtig ja, viel ja, los. Ja, ja. So, und liebe Freunde, dann haben wir uns natürlich gedacht, Hähnchenwagen, ich feiere Hähnchenwagen. Ich liebe das auch. Wir haben 1,5, 2 Jahre kein Hähnchen gegessen und zwar vor 7, 8 Jahren. Nee, das war vor Prag. Ach so, da, wo mein Essglas abgefackelt genau. Ist. Und dann war wieder so irgendwie in Schäßel irgendwo bei uns so ein Hähnchenwagen. Ich denke, geil, Digga, ne? Ich hol da ein paar Hähnchen, sind zu Hause. Ich glaube, ein bisschen. Wir haben uns so gefreut. Ein bisschen, und zwar eklig. Es war so schlecht, es war so eklig, oder nicht? Es hat gestunken. Es hat so gestunken, Freunde. So direkt da angerufen und zwar uns beschwert und haben da irgendwie niemanden erreicht. Und dann hat die gesagt, kommen Sie vorbei. Aber da haben wir wirklich so, dieses Geschmack habe ich lange nicht vergessen. Lange nicht vergessen. So ewig, da wollten wir auch. Das war es mit Hähnchen. Ja, wirklich. Aber jetzt, letzte Zeit haben wir schon ein paar Mal geholt.
Ja, wir haben das erste Mal wieder in der Türkei gegessen, Hähnchen. Genau, und jetzt habe ich mir wieder ein Hähnchen gegönnt. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich würde es wohl heute Abend essen. Ich mag das auch sehr kalt. Also, liebe Freunde, gestern Pizza. Oh, ich weiß, Alter, diätmäßig voll eklig. Ne, gestern Abend. Nein, wir haben zusammen nur eine ganze Pizza gegessen. Genau, also wir haben wirklich zwei Pizzen bestellt. Halbe haben wir uns mit Tui geteilt, weil Leon war zu Besuch da, habt ihr auch gesehen gehabt. Und jetzt muss ich hierher, Hamburg, ein Auto von den Tanner TC-Cars Jungs abholen. Aber wirklich nichts gegessen. Es ist 11, 12 Uhr. Schön gefrühstückt hier. Reicht uns jetzt auch. So, liebe Freundin, dann sage ich mal, das war mal wieder ein Alter von Domanis. Und da würde ich mir jetzt sagen, dann sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Bleibt dran. Abonnieren, liken nicht vergessen. Küsst eure Herzen, Freunde. Tschüss.